Erstmal herzlich willkommen zum Modern Koi Blog. Heute live aus Köln. Im Hintergrund sehen Sie den Kölner Dom. Schön, oder? Der Micha hat tatsächlich nach hinten geguckt. Ist das geil? Der Dom ist hier, oder? Oh, das war jetzt geraten und zwar richtig. Ja, von Ollis Teich. Natürlich Genesis Teich, wenn Micha dabei ist. 90.000 Liter, 8,60 Meter mit der perfekten Teichform. Wenn Sie die anfänglichen Blogs so angeschaut haben, da haben wir viel über Teichform und so geredet. Und da habe ich Ihnen immer wieder gesagt, die perfekte Teichform ist rund. Allerdings gibt es hier Einschränkungen, dazu aber gleich mehr. Warum rund? Weil ganz einfach, wenn der Kot, also wenn ich eine Kreisströmung habe und der Kot und andere Schmutzpartikel sinken ab und in dem Moment, wo sie mit dem Boden Kontakt haben, wandern die ins Zentrum der Kreisströmung. Und wenn da ein Bodenablauf ist oder auf dem Weg dorthin Bodenablauf ist, dann ist das perfekt und dann habe ich eigentlich den besten Schmutz am Transport. Und ich kann Ihnen sagen, ich habe gerade vorhin mir etwas Gedanken gemacht, über 50% der Teiche, die trüb sind, sind trüb, weil die Strömung nicht passt, weil die Bodenabläufe nicht richtig platziert wurden, weil die Wasseraustauschrate zwischen Teich und Filter nicht passt, dass also der Schmutz im Teich verbleibt und gar nicht erst zum Filter abtransportiert wird. Und die anderen 50%, da hat es nachher vielleicht was mit dem Filter zu tun. Aber wenn Sie jetzt eine ganz komplizierte Teichform haben, Nierenformen zum Beispiel, sind ganz schwer zu durchströmen, weil ich da immer wieder Gegenströmungen habe und nicht wirklich den Teich im Ganzen durchströmen kann und auch wirklich nicht weiß, wo müssen die Bodenabläufe idealerweise sein. Die sind kompliziert und auch viele andere Formen. Wie siehst du das, Micha? Das war vollkommen richtig, was du gesagt hast. So. Ich habe einen Nierenteich und ich habe genau die Probleme. Kehrwasser im Teich. Und du hast Nierenprobleme? Kehrwasser, genau. Kehrwasser, ja. Suboptimal ist hier, auch das können Sie sich sicher vorstellen. Wir haben hier einen 8 Meter Steg drüber, der hat 1, 2, 3, 4 100er oder 150er Säulen nach unten, um ihn abzufangen. Und das ist natürlich wieder was, wo eben das, was er gerade beschreibt, Kehrwasser. Und ich glaube, an der einen Säule sieht man es auch, dass dahinter Kot liegt. Also das bremst zum einen die Strömung, das ist klar, das ist vielleicht nicht das ganz große Problem. Aber das sorgt auch dafür, dass hier und da dann die ein oder andere Schmutzecke entsteht. Aber ich will mal sagen, das ist egal, diese Teichform ist perfekt. Das einzig Traurige an den runden Teichen ist, dass sie nur selten so schön gemacht werden können wie hier, dass das auch optisch passt. Weil mal ganz ehrlich, wer will denn normalerweise einen kreisrunden Teich im Garten? Das sieht dann schon eher bescheuert aus, aber hier bei Olli sieht es richtig geil aus. Das passt zum Grundstück. Das Grundstück ist, er hat es gestern, glaube ich, spaßeshalber gesagt, 10 Meter breit, 75 Meter lang, mitten in Köln. Und hier ist es einfach mega geil. Wie lange habt ihr gebraucht, um den Teich zu bauen? Hat ein bisschen länger gedauert hier, war ein bisschen logistisches Problem. Wir sind hier mitten in Köln, keine Parkplätze, schlechte Zufahrt. Da mussten Rampen gebaut werden, dass man überhaupt mit Maschinen hier reinfahren konnte. Also wie die alten Ägypter oder was? Wie die alten Ägypter. Insofern hat es ein bisschen länger gedauert, aber ich denke anderthalb Wochen. Wann ist der Teich gebaut worden? Vor 2 Jahren. Also 2018? 2018, genau. Okay. Und soweit keine Besonderheiten. Besonderheit ist, Olli, der Besitzer, ist ein völliger Fischfreak. Also völlig seit seiner kleinsten Kindheit hat er Aquarien, hat, wenn ich es richtig weiß, Diskus gezüchtet, hat das, jenes, alles ausprobiert. Sein großer Traum war eigentlich, Fischzüchter zu werden. Ja? Und hat aber dann die Firma seines Vaters übernommen, sehr erfolgreich. Und ich habe dann gesagt, ja, Fischzüchter, weiß ich nicht, ob man da das, was du heute verdienst, ob man das als Fischzüchter so einfach verdienen kann. Sagt er, so ist es, darum ist er froh, dass er seine Firma hat und heute das Koi-Hobby machen kann. Und da er eigentlich schon ewig Teiche hat, vielleicht noch ganz kurz, wie er zum Genesis-Teich gekommen ist. Er hatte früher an dieser Stelle einen Gartenteich, der war trübe und dann hat er mit dem Filter ausprobiert. Hier, er hat die Namen genannt, da kriege ich wirklich Gänsehaut, also von den Filtern. Und irgendwann ist er auf den Genesis-Papierfilter gekommen, dann hat er den angeschlossen, dann hat er gesagt, und er kommt auch aus dem technischen Beruf, dann hat er gesagt, genau das ist es. Ja? Die Scheiße geht einmal übers Papier, das Papier hält die Scheiße zurück, also damit ist halt Kot und alle anderen Pflanzenteilchen, Algen gemeint. Hält es zurück und das Wasser ist vom einen Tag auf den anderen klar gewesen. Und dann hat er irgendwann gesagt, okay, er will hier einen anderen Teich vielleicht haben. Dann hat er Modern Koi geschaut und dann hat er plötzlich gesehen, irgendein Block, ah, der Teich wurde ja von Genesis gebaut. Und dann war klar, einer, der so geile Maschinen baut wie Micha, der muss auch so geile Teiche bauen. So ist es. So nämlich. Also ja, wenn man sich den Teich mal anschaut, stellt man hier fest, dass er extrem klares Wasser hat. Also für mich. Ja, das haben sie im Winter alle.
Nee, der hat es das ganze Jahr. Das liegt natürlich an der Teichform. Durch die runde Form habe ich einen schnellen Schmutzabtransport, eine gute Hydraulik. Und das sieht man hier richtig, macht richtig Spaß, hier reinzuschauen. Bei ihm passt alles. Es passt die Teichform, die Strömung, alles rundum und auch das Filtersystem. Aber da verraten wir jetzt noch nicht mehr, weil wir zeigen Ihnen zwar wieder einen Filter, einen Bürstenfilter, wie in den letzten Tagen, aber mit einem Zusatzgimmick. Und das macht es natürlich, das ist nochmal für die Brillanz zuständig. Besonderheit, er hat wie gesagt schon ewig Teich, ewig Koi. Und er hat hier zwei, also neben vielen Konishi-Koi, noch zwei aus dem Altbestand. Und, oder nicht zwei, einige aus dem Altbestand. Hier unten haben wir. Also ich habe es letztes schon mal in einem Blog gesagt. Diese alte Ladies, wenn die einen geilen Body haben, und das hat er, ich finde die einfach schön. Das sind richtige Kawari-Goi. Das sind so die Karpfen, wenn sie in Kyoto in den Gärten sind, sehen sie im Prinzip immer oder meistens solche Koi. Klar, das sind jetzt keine Ausstellungsfische. Aber jetzt sollen Sie mal raten, wie alt er ist? Darf ich raten? Oh, Micha. Ja, bei deiner Gedächtnisleistung ist es bei dir auch wieder wie raten. Ich schätze 35 Jahre. 35 Jahre. Das ist brutal. Also wir haben ja schon mal einen 30-jährigen oder 29-jährigen Beko gezeigt, das weiß ich noch. Aber 35 Jahre fällt mir gerade eigentlich nur Elterntiere bei Konishi und bei Oyama ein. Und ja, auch hier wieder die Terrasse, die Genesis eigentlich immer baut, wie sie sagen. Und hier haben sich jetzt die Koi nicht so wirklich drunter versteckt, als wir gekommen sind. Vielleicht erwarten sie gerade Fressi-Fressi. Und ansonsten der Bestand ist wunderbar drauf. Wassertemperatur ist 7,8 Grad, war es glaube ich. Teich ist unbeheizt. Jetzt überlegt Olli eine Heizung anzuschließen, dass er im Zweifel zuheizen kann, damit es nicht so viel zu große Temperaturschwankungen gibt. Und noch eine Besonderheit, er hat hier Grundwasser und das darf er auch erlaubterweise fördern. Und im Winter, im Sommer macht er 5% am Tag Wasserwechsel oder will er jetzt in Zukunft machen mit so einer Gardena. Uhr, dass einfach die Pumpe eingeschalten wird, zack, dann jeden Tag 5%. Und jetzt im Winter lässt es manchmal, glaube ich, den ganzen Tag laufen. Und dann macht er einmal kurz 20, 30, 40% Wasserwechsel. Das halt nur dann, wenn die Temperatur vom Grundwasser gleich dem Teichwasser ist. Da muss man aufpassen. Im Sommer kühlt man mit dem Grundwasser oder mit dem Leitungswasser. Und im Winter kann man durchaus mit heizen. Und das ist beides natürlich nur über gewisse Temperaturbereiche sinnvoll. Wie viele Bodenabläufe habt ihr drin? Ausreichend. Sechs Bodenabläufe, Skimmer sind es. Zwei Skimmer, also 8 Verbindungsleitungen für 90.000 Liter. Reicht gerade so aus. Nein, das reicht auch aus. Da muss man auch immer sagen, mit der Angabe, das kann man jetzt nicht so verpauschalisieren. Wenn jetzt der Filter 30 Meter vom Teich weg wäre, dann würde man sicherlich mehr brauchen. Wenn der Filter so wie hier direkt im Anschluss am Teich ist, dann kommt man auch mit einem weniger aus. Aber die pro 10.000 Liter Umweltleistung, ein Bodenablauf, das ist eine Faustformel, mit der man eigentlich ganz gut auskommt. Läuft der Teich gerade auf 100% Leistung? Auf 120 Watt. 120 Watt, zwei Pumpen, also mit 50.000. Vier Pumpen. Wie viel ist das dann, Micha? Müsste ich jetzt mal die Höhe schauen, aber ich denke mal, das dürfte so 15.000 pro Pumpe sein. Das sind 60.000 in etwa. 60.000. Mhm. Also alle 1 Stunde 30 ungefähr wird der Teich ausgetauscht und im Sommer dann mindestens einmal pro Stunde. Auch der Rand sehr schön gemacht. Hier hinten, oh, man hat noch ein Schwimmbad. Und dann eine japanische Zierkirsche. Ne, das sind ganz normale Süß- oder Sauerkirschen. Hast du noch was hinzuzufügen, Micha? Eigentlich nicht. Schau da rein und dann brauchst du nichts mehr dazu sagen. Das ist einfach perfekt. So, und dann verrätst du mir, wie ihr rein bautechnisch, weil man weiß ja nicht mal, wie die Ägypter, die ihre Pyramiden gebaut haben, wie baut man einen kreisrunden Teich? Wahrscheinlich, das ist das Einfachste. Man macht ein Zentrum und dann macht man mit der Schnur einen Strich einmal ringsrum und dann hat man die Form und dann schweißt man die Wand genau dahin, wo sie hingehört. Dann ist das ist eine ganz einfache, die billigste Methode, einen Teich zu bauen. Wenn das der Kunde jetzt hört, dann müsst ihr nochmal nachverhandeln. Nee, also im Vergleich, ein 90 Kubikmeter Teich in herkömmlicher Bauweise mit Verrippung kostet natürlich eine ganze Ecke mehr als ein runder Teich. Der hat keine Verrippung, also nein. Verrippung meint Micha diese Stabilisatoren. Genau.
außer diese wegen Kühler vertikalen Rippen, wo dann auch das Eisen durchgesteckt wird, die gibt es nicht. Und es gibt noch einen Schuss, das heißt, es wird ein Schuss wird da eingebaut, das heißt, eine Materialverdopplung passiert im oberen Bereich, damit er stabil bleibt. Das machst du bei dem auch? Das machen wir bei dem auch, ja. Okay. Ja, und dann wird er einbetoniert wie ein ganz normaler Teich. Und damit ist ein Betonteich. Nachdem wir fertig sind, hat er einen Betonteich. Da wird sich nie mehr was bewegen. Wenn die Gründung okay ist, und davon gehe ich jetzt hier aus, dann bleibt der Teich, wie er ist. Okay. Supi, dann würde ich sagen, wir schauen uns den Filter an. Sind ja auch schon wieder 10 Minuten vorbei. Ja, einmal mehr Glückwunsch zu dem Teich, Micha. Sieht geil aus. Ich war da echt drauf gespannt. Ich wusste, dass der Teich hier gebaut wurde, hatte aber nie Zeit vorbeizuschauen. Aber ich finde es richtig klasse und natürlich ist auch schön, das Kreisrunde fällt hier gar nicht so auf, weil es durch die Brücke auch cool gebrochen ist. Und wir haben hier mit dem Deck einen Überstand. Das ist übrigens kein Bankiereiholz. Ich würde Ihnen gerne sagen, wie es heißt, aber ich habe schon wieder vergessen. Kumaru. Kumaru soll doppelt so lange halten wie Bankierei. Sieht sehr hübsch aus und auch hier die Details. Schön eingelassen alles, soll noch braun gestrichen werden. Also wirklich geschmackvoll gemacht hier. In diesem Sinne, Micha, danke. Danke an den Besitzer. Machen Sie es gut und schauen Sie mal wieder rein. Ciao.